Willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Rosemarie. Sorry, dass ihr mich leider nicht seht. Ich habe heute, werde ich gehacktes machen. Genau, also gehacktes Bällchen. Genau, weil wir am Wochenende grillen wollen. Und ich wollte gerne euch zeigen, wie ich mein schönes gehacktes Würzen, also Würze und was ich dran mache. Genau, wollte ich euch nur zeigen, weil wir am Wochenende grillen wollen. Da machen wir Buletten und da legen wir so Alufolie drüber und da legen wir die Buletten drauf, dass sie nicht kaputt gehen. So, meine Lieben, wir fangen erstmal an. Ich habe hier jetzt 1 Kilo gehacktes, was ihr jetzt seht. Da werden wir auf jeden Fall, ist das nicht gewürzt, das gehacktes, nicht wundern, das ist nicht gewürzt. Deswegen machen wir ein kleines bisschen mehr Salz dran, weil das nicht gewürzt ist. Ja, ich mag lieber ungewürzt, das ist Rind und Schwein, nur dass ihr Bescheid wisst. Rind und Schwein, das gehackt ist. Jetzt kommt erstmal noch Salz und Pfeffer dran. So, jetzt werden wir noch, kurz Moment, wo ist mein Löffel hier? Jetzt machen wir Pommesgewürz rein. Ja, das ist Pommesgewürz. Ich zeige es euch nochmal. Pommes, Gewürz. Dann werde ich ein bisschen Knoblauch reinmachen. Erstmal nur so ein bisschen. Ich werde danach immer noch mal ein bisschen würzen. Genau, dann machen wir hier noch feinen, den feinen Kümmel dran. Also ich mag ja keinen groben, deswegen Kümmel ganz wenig nur. So, da, dann machen wir Paprika edelsüß dran. Oh, das steht ja eigentlich auch alles bei mir da. Genau, da machen wir ein kleines bisschen mehr rein. Und dann kommt hier noch Schweinemett dran. Das kann man für gehacktes nehmen. Das ist so ein gehacktes Gewürz. So, das machen wir noch rein. Dann machen wir noch einen Schuss Senf rein. Also ganz wenig. Also wenig nur. Dann mache ich noch einen Schuss, ja, nicht wundern, ein bisschen Maggi rein. Das mache ich immer so ein kleines bisschen. Das, mein Freund liebt es, wenn das so schmeckt. Und jetzt kommt noch ein Brötchen rein. Das habe ich jetzt gerade mit heißem Wasser gerade gemacht hier hinten. So, kommt das noch rein. Also hiermit habe ich es ein bisschen aufgelöst und jetzt mache ich jetzt das Wasser nur raus. Genau. Weil das darf ja, muss ja ohne drinne sein. So, sieht gerade ein bisschen komisch aus, aber das ist meistens bei gehacktes so. Ich muss jetzt nur das Wasser kurz ausdrücken und dann geht's weiter. So, das war jetzt alles. Hände habe ich gewaschen, nicht wundern. Das werden wir jetzt... Achso, fehlt ja noch das Wichtigste. 2 Eier. Kurz Moment. Hier sind noch 2 schöne kleine Gag-Eier. Ja, ich sage immer kleine Gag-Eier. So, die werden wir jetzt hier reinmachen. Das könnt ihr machen, aber müsst ihr nicht. Manche machen auch Semmelbrösel, glaube ich, rein, war das. Aber ich werde 2 Eier reinmachen. Finde ich, dass es besser bindet. So, und das werden wir jetzt alles schön zusammen vermengen. Hände sind gewaschen. Aber die werden wir jetzt nicht wie eine Bulette formen. Ich zeige es euch, wenn ihr gerne möchtet, zeige ich es euch einmal, wie ich die dann mache, die Buletten. So, schön alles zusammen vermengen und danach einmal probieren. Ach so, stimmt, die Zwiebeln fehlen. So, dann haben wir es einmal vermengt. Jetzt kommen die Zwiebeln noch mit rein.
Die habe ich schon geschnitten, die Zwiebeln. Ja, Zwiebeln müssen in gehacktes auf jeden Fall hinein, dass sie wirklich Geschmack kriegen. Genau, jetzt machen wir das schön vermengen, bis das Ei wieder weg ist so ein bisschen. Genau. So, jetzt werde ich mal ein kleines bisschen probieren. Fehlt aber noch Salz und Pfeffer auf jeden Fall. Ja, Salz und Pfeffer fehlt auf jeden Fall noch. Muss noch ein bisschen was rein. So, Vorsicht mit dem Salz. So, ein bisschen Paprika, edelsüß mache ich auf jeden Fall noch rein. Ein bisschen noch Knoblauch. Und noch ein bisschen Pommesgewürz. Schmeckt wirklich sehr lecker. So, ein kleines bisschen Kümmel nochmal hinein. So, und das werden wir jetzt noch wieder vermengen. Also Zwiebeln könnt ihr unterschiedlich reinmachen. Wenn ihr viele Zwiebeln mögt, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr Zwiebeln reinmachen. Ich habe jetzt nur eine mittlere Zwiebel genommen. Genau. Und würzen könnt ihr auch so, wie ihr wollt, gerne. Das ist unterschiedlich. Auch ein Brötchen, was schon eingetrocknet ist, könnt ihr auch benutzen. Hier ist jetzt zum Beispiel ein eingetrocknetes Brötchen. Einfach im Wasser reinmachen, ein bisschen drinnen lassen und dann ausringen. Und dann könnt ihr das wieder mit verwenden. Das ist kein Problem. Ja, nur dass ihr Bescheid weißt. Nun, probiert nochmal. Ja, das lassen wir jetzt so. Nochmal ganz kurz umrühren. Aber ich finde, es könnte noch eine Zwiebel rein. Ich werde jetzt nochmal eine kurze Zwiebel schneiden und dann bin ich wieder da. So, mein Liebe, ich habe jetzt noch eine Zwiebel reingemacht. Genau, das werden wir jetzt nochmal schön vermengen. Und dann zeige ich euch, wie ich die kleinen Buletten mache. Also ich mache ein bisschen größere Buletten, nicht zu groß und nicht zu klein. Genau. Ihr könnt auch Handschuhe anziehen, das ist auch kein Problem. Achso, ihr müsst, wenn ihr wollt, kein Maggi reinmachen. Nur, dass ihr Bescheid weißt. Ich mache nur ein kleines bisschen Maggi rein, weil es so uns ein kleines bisschen besser schmeckt. Also den Maggi schmeckt man nicht hier raus. Das wollte ich nur Bescheid geben, dass euch nicht viele wundern, okay, warum macht ihr jetzt Maggi rein? Bei uns, wir essen das so gerne. Mein Freund sagt immer, einen kleinen Schuss mit rein. Habe ich alles letztes Mal auch reingemacht. Man kann auch noch ein bisschen ein grünes Zeug reinmachen, wie Oregano kann man auch ein bisschen reinmachen, finde ich. Mache ich meistens auch ein ganz kleines bisschen rein. Oder Schnittlauch. Warte mal, Schnittlauch habe ich noch da. Warte mal. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Oregano und Schnittlauch jetzt reingemacht. Genau. Ich habe jetzt noch ein ganz kleines bisschen reingemacht. Jetzt kommt wieder mein Sohn. Was ist denn das drin? Ja, das ist ein kleines bisschen benieblich. Aber naja, so. Das haben wir jetzt so umgerührt. Dann nehmen wir jetzt so ein kleines bisschen. Man kann ja auch die Hände feucht machen. Da bleiben die auch nicht kleben an den Händen, so wie jetzt hier. So, dann rollen wir die. Erstmal so rund rollen. Tun wir die, dass sie so echt wie keine Lücken hier drin haben. Die verschließen wir so ein bisschen. So. So sieht die dann aus. Und dann machen wir das ein bisschen so. Alles, was hier ein bisschen offen ist, muss auch zugemacht werden, sonst gehen sie euch dann kaputt. So. Ihr könnt die jetzt so
So ist sie jetzt. So würden wir die jetzt machen. Im Garten jetzt zum Grill. Genau. Ein schönes, leckeres Essen. Das werde ich jetzt noch in den Kühlschrank stellen. Die Sachen jetzt hier noch. Und dann kann sich das nochmal einen Tag schön durchziehen. Und dann morgen dann gleich zum Grillen mitgenommen. Ja, ich gehe schnell meine Hände waschen. So, dann abtrocknen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie ich so ein bisschen gehacktes Würze, also wie ich die jetzt würze. Ihr könnt auch nur Salz und Pfeffer dran machen und ein bisschen Knoblauch dran machen. Das könnt ihr gerne auch nur mit den drei Sorten machen. Und so, das ist jeder unterschiedlich. Ich mache das so. Und manche mögen es ja auch ein bisschen würzliger, manche mögen es nicht so gewürzlich. Im Gehacktes, dadurch, dass es ja nicht gewürzt ist, muss ein kleines bisschen mehr dran. Und wenn das gewürzt ist, dann müsste eigentlich fast nur ein ganz kleines bisschen nur dran sein. Genau, das sind jetzt meine kleinen gehacktes Bällchen, also gehacktes Bällchen, Buletten, so gesagt. Genau, kleine Mini-Buletten für den Grill oder auch für die Pfanne. Ihr könnt das auch so machen, gleich in die Pfanne reinlegen mit Öl und dann anbraten schön. Für jede Seite schön, dass sie schön braun sind. Ja, so, das sind meine kleinen, aber feinen Buletten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie ich es euch gezeigt habe, die Buletten. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, über einen Kommentar. Genau, das war ein kleines, aber feines, Video für euch. Ich sage Tschüssi, meine Lieben, bis zum nächsten Video.